Syntastische Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Und mit dabei ist der liebe Pat. Hallo, Pat. Hi, Leute, was geht ab? Und heute werden der Pat und ich mal beide zu Geistern in Minecraft. Und wenn es dir gefällt, dann lass unbedingt jetzt ein Like da in 3, 2, 1. Jetzt! Und schaut auf jeden Fall noch beim Pat vorbei. Da haben wir auch ein richtig syntastisches Video aufgenommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Can't wait so we can break about the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Ah, was ist das für ein cooler Traum gerade? Oh, Tim, aufstehen! Ey. Aufstehen, Tim! Ah, hallo, Patrick! Aufstehen. Was ist denn Jens los? Ich bin fast tot! Oh, sorry, sorry, wollte ich nicht. Nee, alles gut. Was ist denn los? Wo müssen wir denn hin? Warum schon so früh aufstehen? Wir wollten doch heute Bowling spielen gehen. Bowling spielen hier in... Nee, war Spaß bei Sint. Wir wollten doch heute ein bisschen Holz hacken gehen für Oma und Opa. Ja, da hast du recht. Komm, dann gehen wir los. So, in welchen Wald wollen wir gehen heute? Heilige Makrele, ich wäre da fast runtergesprungen. Noch nicht wahr schon, jetzt passt doch mal auf hier am frühen Morgen. Da brauche ich mein... Jetzt komm, stell dich nicht so an. Es geht, okay. Ja, also, komm. Wo gehen wir hin? In welchen Bau im Wald gehen wir denn? Welchen würdest du denn bevorzugen? Kukuriwald? Kukuriwald? Ja. Ich wäre für Almanwald. Almanwald, Haha, ich weiß ja nicht. Ich denke mir, Kukuri oder Alman? Und was wäre mit dem Chip-Chap-Wald? Dann lass in den Chip-Chap-Wald gehen. Komm, Leute, okay. Welchen kennt ihr denn von den drei Wäldern? Wart ihr auch schon mal in einem? Schreibt mal in die Kommentare, in welchem Wald. Ob ihr den Almanwald kennt, den Chip-Chap-Wald oder den Almanwald? Oder Kukuri, Kukuri. Kukuri, du hast gerade Almanwald zweimal gesagt. Ich Kukuriwald. Ja, in welchen gehen wir jetzt? Kukuri oder Chip-Chap? Das ist Chip-Chap, oder? Oder wir können auch in den Chippity-Chap-Chap. Ja, komm, der ist direkt hier, Freunde. Also ist der Chippity-Chap-Chap-Wald. Und der ist hier, den dürfen wir nur abbauen, weil uns diese Rasenfläche hier bekommt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das hier auch gleich alles wieder gut nachpflanzen. So, du hörst mal bitte auf, mich zu schlagen, mein Freund. Ah, meine Hand spielt ein bisschen verrückt heute. Ja, bei mir auch gerade, eben noch. So. Okay. Oh, sorry. Ich habe meine Hand, wie soll ich sagen, ich ist eingeschlafen, als ich, am Schlafen war, oder? Ja, ich bin auf meiner Hand. Kennst du, Leute, wenn ihr auf eurer Hand einschlafen tut, einschläft, aua, jetzt latte doch mal Sinn. Ja, ist doch gut, alles gut. So. Ich kann übrigens keine, Holzspitzhacke gebrauchen, Axt, weil hier noch, Dings drauf ist. Wie heißt's? Das gute Zeug. World Edit und dann kann man nicht richtig abbauen, das weißt du doch. Wir müssen uns eine Steinachse bauen, Freunde, das ist klar. Ja. So, time to mine, habe ich direkt mal ein bisschen Stein abgebaut. Ich auch. Machst du dir? Ja. Schön, das freut mich aber, du. Ja. Sticks. Denkst du, die werden sich über das Holz freuen? Die wollten es doch, glaube ich, benutzen für einen Kamin oder so? Ja, ja, klar, denke ich doch mal. Sonst machen wir es ja nicht umsonst, ne? Für Oma Francesco, Opa Francesco und Oma Linde. Ja, genau, das meine ich. So, perfekt. Das bauen wir noch ab. Sehr, sehr schön. Ein bisschen was essen tun wir auch noch, ne? Ja, genau, eine Kleinigkeit, warum noch nicht, ne? Ich habe noch ein paar Steaks dabei, wenn du das brauchst. Was, genau, boah, ich bräuchte was zu essen. Ich habe schon Kohldampf. Moment, dann gebe ich dir gerade mal was rüber, mein Sohn. Ja. So, gönn dir, ne? So. Das ist nicht für den Kleinen, oder? Musst du schon ein bisschen Kohldampf haben, ne? Warte, ich will auch noch mal ganz kurz zum Baum rüber. Aua. Oh, sorry, du warst im Weg. Wollte ich alles schlagen. Alles gut. Aber langsam wird's eng in Sachen Leben bei mir, ne? Ach, nee, das wird schon alles gut. Wollen wir uns mal einen Aussichtsturm bauen? Warum? Keine Ahnung. Ich will den Dings... Den Baumstamm... Komm, lass uns doch mal einen Aussichtsturm bauen oben. Echt? Ja. Okay, dann komm. So. Warte. So, dass wir mal... Dass wir mal so eine große Sicht haben. Moment, ich brauche mal ein bisschen Holz. Ich brauche es ein bisschen. So. Ja. Ich muss auch hochkommen. Ja, warte, ich muss auch einmal hochkommen. Ja, ja, ich hab Zeit. Alles gut. Okay, perfekt. So. Tack. So, wie weit brauchst du nach oben? Ja, Aussichtsturm, der muss ja hoch sein. Ich weiß nicht. Reicht doch. Sicher? Ja, doch, das reicht. Warte, bleib da stehen. Ich komme gleich nach. Alles gut. Ein bisschen. So, einmal hier. Tack. Ich bin fast da. Alles gut. Ne, bleib da. Ja, alles bleib okay. Bleib da stehen. Wo bist du jetzt? Alter, sieht das hier schön aus, Freunde, diese Stadt. Guckt euch mal an, ey. Ja. So. Ich bin fast da oben, ne? Alles gut. Bleib stehen. Ja, ich gucke mir gerade ein bisschen die ganzen Häuser hier an. Ja, und wie sehen die aus? Grundsolide hier, muss ich sagen. Das hier ist vor allem richtig, richtig groß. Okay. Und die haben auch so ein schönes Gartenstudio. Ja. Ey, Pat!
Ah, Pat, was ist passiert? Pat, wo bist du? Oh, hä? Irgendwie war das ein harter Aufprall gerade. Hä, warum sind das Skelettköpfe? Pat? Alles okay bei dir? Bei mir schon, du siehst aber ein bisschen komisch aus. Du siehst ein bisschen blass aus auch. Du auch. Hä, warum sind meine Herzen nicht da? Wo sind denn, hast du deine Herzen noch? Nee, stimmt, nein, hab ich nicht. Hä, wartet mal. Leute, das sind zwei Skelette. Ich glaube, kann sein, dass wir gestorben sind, Pat? Hä, nein. Ach was, nein, wir sind nicht gestorben. Was, nein. Hä? Hä, warum gestorben? Was, hä, nein. Warum nee, gestorben? Weil, guck. Warum soll man gestorben sein? Warte mal, ich geh mal ganz kurz. Ich kann unter Wasser atmen, Pat. Echt? Ja. Hey, warte mal, Moment. Ich versuche mal was ganz kurz aus. Das kann man nur, wenn man tot ist. Nein. Es geht. Hä? Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Sag bitte nicht. Sag bitte. Oh nein. Warte mal. Nein. Oh nein. Oh mein Gott. Wir können fliegen. Das ist so. Wir sind gestorben. Das ist... Weißt du, was das hier ist? Nee. Das ist einmal mein Skelett und das ist einmal dein Skelett. Das macht auch alles Sinn. Ja. Alter, Pat, wir können fliegen. Wie cool. Ja, das ist doch nicht cool. Das ist übelst cool. Nein. Wir werden nie wieder von anderen wahrgenommen, ist ja klar, ne? Hä, doch. Opa Francesco, nein. Wo bist du? Ach, Opa Francesco sieht dich nicht. Der wird um dich trauern. Der wird mich sehen, wenn wir ihn sehen sollten. Nein, der wird dich nicht sehen. Wo ist denn Opa? Guck mal, die Kuh. Guck mal, wir können einfach... Guck mal. Die Kuh. Die Kuh, ja. Hä? Die Kuh, du ich bist kann... Kuh egal. Du kannst da sogar durchfliegen. Ja, warum? Ist egal. Guck mal, es ist egal. Ja. Ja. Oh. Weißt du, was das beste Beispiel ist? Guck mal, wir haben außergewöhnliche Fähigkeiten dadurch, dass wir gestorben sind. Hä, was denn? Warte, guck mal, jetzt hier. So. Und wenn du jetzt normalerweise leben würdest, würde dich ein Zombie angreifen, ne? So, ja. Guck mal hier. Siehst du? Hä? Die machen nichts. Ja, der ist dir egal geworden. Die Alter. Zombies greifen nur lebendige Leute an. Alter, Pat, wir können ja alle Sachen nehmen, die es in Minecraft gibt. Ja, aber es bringt doch nichts mehr. Wir können damit nichts anfangen. Ja, doch, für uns selber. Ja, aber was bringt das für dir? Hä, das ist wartet mal. Sinn. Block ja. Of Diamond. Ich mach mal jetzt ein Diamanthaus. Ja, und jetzt? Ja, dann hab das ich sieht doch keiner, ist nur für dich. Hä, du siehst es doch. Nein. Du siehst nicht mal das Diamanthaus? Nein. Hä? Nein, hier ist nichts. Das siehst du nur für dich. Hä, ich hab hier gerade ein richtig cooles Diamanthaus-Haus hingebaut. Ja, das mag ja sein, aber es ist wie gesagt nur für dich sichtbar. Hä, warum denn? Ja, weil du tot bist. Ich bin nicht tot. Natürlich bist du tot. Warum sollte ich denn tot sein, Pat? Warum sollte ich dich anlügen? Ja, keine Ahnung. Ja, siehst du, also bist du tot. Ja, vielleicht, aber es ist voll cool, ich habe ein Diamanthaus gebaut. Alle werden denken, ich wäre so reich. Nee, nicht alle, sondern nur du. Ja, ich habe doch hier ein Haus voller Diamanthos gebaut. Oh, warte mal, wo ist... Du verstehst es nicht, oder? Nö, warum denn? Was soll ich nicht verstehen? Der Zombie, den kann ich doch attackieren. Ja, und warum greift er dich nicht zurück an? Weil er friedlich ist eigentlich. Genau, er ist friedlich. Ein friedlicher Zombie. Hey, ja, was ist daran so verkehrt? Und Creeper sind auch auf einmal friedlich geworden, ja, ne? Creeper sind und die... Spinnen auch, ne? Creeper. Guck mal, ich kann sogar so ein Riesenzombie hier spawnen. Ja, guck mal, und Spinnen auf einmal auch. Alle friedlich geworden, guck mal, die ne? machen alle nichts. Ja, genau. Und warum machen die nichts? Genau, das weißt du selbst. Weil ich nett bin. Nein, nicht weil du nett bist, sondern weil du einfach tot bist. Ja, Pat, ich glaube, du hast recht. Ja. Ich, wirklich, keiner mehr, jeder mag uns. Es kann auch gar nicht sein, dass Zombies uns mögen, Pat. Genau, und Spinnen auch, oder? Oder weil die friedlich sind, ne? Stimmt ja, ganz vergessen. Aber das Krasse ist halt, du kannst dir theoretisch jetzt aussuchen, in welchem Haus du leben möchtest. Ja, wow, das bringt mir das nicht. Ja, eben, es weiß halt keiner. Vielleicht zu der schönen Nachbarin Nadine. Oh, die Nadine, die wird sich wahrscheinlich freuen. Aber die sieht ja nicht, das stimmt. Wie gerne ich bei Nadine wohnen würde. Ja. Ja, ich meine bei Nadim, unserem Kollegen, ne, unserem Freund Nadim. Ja, der Haustechniker. Ja, dann würde ich sagen, Pat, wollen wir uns mal schlafen? Es ist einfach nur ein Albtraum und morgen früh sieht es ganz anders wieder aus. Na, glaube ich nicht, aber können wir ja probieren. Ja, in welches, gehen wir jetzt zu der Nadine? Ja, du meinst zu Nadim, oder? Ja, komm, wir gehen zu Nadim hier jetzt hin und nicht zu Nadine, unserer Nachbarin. Nein. Dann hier ist das Schlafzimmer von Nadim, oder? Nadim, ja. Ja, genau, da würde ich sagen, lege ich mich mal hin. Ja, genau. Und das andere Bett hier. Ja. Das Sofa einfach, die Couch. Dann würde ich sagen, Freunde, wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst mit meinem Pet vorbeischauen würdet, auch wenn wir jetzt Geister sind, ne? Ja. Oder, Pet, hast du noch was zu sagen?
Ich würde mal sagen, passt auf jeden Fall auf, dass ihr nicht so leichtsinnig umgeht, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss, Nadine. Nadine. Ja.